Was in den nächsten 2,5 Stunden folgt, das wird ihr Leben grundlegend verändern. Nachdenklich und ernst ziehen sie in den Augsburger Dom ein. Wolfgang Ehrle, Sebastian Fuchs und Richard Reisner. Am Anfang der Weihliturgie treten sie vor den Bischof. Regens Michael Kreuzer bezeugt, dass sie für würdig gehalten werden, zu Priestern geweiht zu werden. In seiner Predigt legt Bischof Bertram Mayer den Fokus auf die Sprache der Hände, die in der Weihliturgie eine wichtige Rolle spielen, unter anderem bei der Handauflegung. Christus präge ihnen gleichsam ein Siegel ein. Liebe Weihekandidaten, ich wünsche Ihnen, dass Sie Persönlichkeiten mit Charakter werden und bleiben. Sie brauchen Christus nicht herstellen. Sie müssen nur versuchen, ihn mit ihren Talenten und Fähigkeiten darzustellen, nicht sich selbst darstellen, sondern ihn. So leben, dass man fragt, wes Geistes Kind sie sind. Oder anders gesagt, gerade in dieser schwierigen Zeit, die wir gerade erleben und durchleiden, ist der Priester nicht nur berufen, Rechtgläubigkeit zu lehren, sondern Glaubwürdigkeit vorzuleben. Nachdem sie ihre Bereitschaft zum priesterlichen Dienst erklärt und Gehorsam gegenüber dem Bischof versprochen haben, legen sich die drei Männer zur Allerheiligenlitanei zu Boden. 10 Minuten lang, ein ergreifender und eindringlicher Teil dieser Liturgie. Die Weihe selbst geschieht ganz schlicht, schweigend, mit Handauflegung, zuerst durch den Bischof, dann durch die Weihbischöfe und alle anwesenden Priester. Ein Zeichen der Gemeinschaft und Mitbrüderlichkeit. Ich weiß, mir getragen, tatsächlich. Also ich habe das Gebet der anderen wirklich gespürt. Freunde, Familie waren da und auch diese Handauflegung des Presbyteriums, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wir sind schon einige. Und wenn man da gemeinsam steht, dann kann man auch nach vorne gehen. Mir geht es jetzt besser wie vorher. Ich bin sehr erleichtert, dass jetzt die Heilige Messe so gut rumgegangen ist. Und es erwechselbarte Gefühle, immer auf und ab, immer mit Emotionen behaftet, aber dann natürlich auch wieder ruhiger. Das ist unbeschreiblich, also schon wie so ein Vulkan. Also man könnte an Decke springen und dann aber sich auch gleichzeitig vor dieser Dimension, die sich da abgespielt hat, eigentlich eher im Boden verkriechen. Da werden wir jetzt dann alles, wenn wir jetzt dann so durchprobieren. Nach der Weihe und dem Anlegen der priesterlichen Gewänder dürfen die drei Neupriester zum ersten Mal die Heilige Messe zelebrieren. Der Regens des Augsburger Priesterseminars hat die Männer über all die Zeit begleitet. Jeder mit seinem ganz eigenen Berufungsweg kann auch für andere eine Ermutigung sein. Die können Vorbild sein für ganz Junge, so wie der Sebastian Fuchs, der sich als ganz junger Kerl überlegt hat, kann ich den Weg gehen oder nicht, und der dann zuerst noch ein Jahr Pause gemacht hat als Kassierer in einem Supermarkt. Und es sind die anderen, die alle ihren Mann gestanden haben schon, die in der Arbeitswelt waren, dort erfolgreich waren und dann sagen, ganz ist es das noch nicht, was ich in meinem Leben möchte oder was Gott von mir möchte, und dann den Mut hatten, alles aufzugeben, ist ja gar nicht einfach. Plötzlich keinen Verdienst mehr zu haben und zu sagen, jetzt mache ich mich auf den Weg. Das kann Vorbild sein. Nach fast 2,5 Stunden geht die feierliche Weihliturgie zu Ende. Der Primitsegen ist der Abschluss und Höhepunkt. Viele strahlende Gesichter sind zu sehen. Jetzt gilt es, all die Glückwünsche entgegenzunehmen und mit dem Rückenwind Gottes in die Pfarreien hinauszugehen.